Das 188. Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Im Schottenhammel, der Festhalle auf der Wiesen, erfolgte um Punkt 12 Uhr am Samstag der traditionelle Anstich durch den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekam die erste Maß. Er nutzte den Anlass für eine durchaus auch politische Botschaft. Essen, was man will, trinken, hoffentlich so viel man verträgt. Und sagen wir mal, keine übertriebene Political Correctness, sondern einfach Lebensfreude. Das finde ich, ist das Schöne an der Wiesn. Ich bin echt gern da. Schon Stunden vor Eröffnung des Festgeländes mit seinem weltberühmten Jahrmarkt versammelten sich feierlustige Gäste, viele zünftig in Dirndl oder Lederhose gewandet, um sich die besten Plätze in den Bierzelten auf der Wiesn zu sichern. Also, wir sind hier seit circa 6.30 Uhr, noch nicht ganz so lange, würde ich so einschätzen. Die Vorfreude, ich würde sagen, 11 von 10. Und auf jeden Fall, gleich werden die ein oder anderen Maß gezischt. Und wir sehen uns im Zelt. Prost! Und dann ging es los, das Rennen um die besten Plätze. Das Oktoberfest auf der Theresienwiese wurde dieses Jahr um einige Tage verlängert und geht damit noch bis zum 3. Oktober. Die Veranstalter erwarten hunderttausende Gäste aus aller Welt.